Die Freude ist groß, denn nur ein Jahr nach Beginn der Abbrucharbeiten für die Generalsanierung der Landesklinik Damsweg ist das dritte Obergeschoss nun fertig und geht in Betrieb. Also wir schaffen da ein Schmuckstück für Damsweg mit dem Landesklinikum Damsweg. Und ich habe jetzt mit vielen Damswegerinnen und Damswegern bzw. Lungauerinnen und Lungauern gesprochen. Sie freuen sich schon wirklich sehr, dass sie ein so schönes Krankenhaus bekommen. Und für mich als Gesundheitsreferent und Spitalsreferent ist natürlich ein sehr, sehr schöner Tag, den ich einfach genieße hier in Damsweg. Den Patienten kann nun eine moderne Akutgeriatrie mit 10 Betten, eine Palliativeinheit mit 4 Betten inklusive Begleitmöglichkeit und eine Remobilisierungsabteilung mit 16 Betten geboten werden. Für mich ist es heute ein absoluter Festtag, ein Tag der Freude, ein Tag für unsere Patientinnen und Patienten, wo wir einfach ein unglaublich schönes Ambiente bieten können. Und da herinnen kann man dann eigentlich nur mehr gesund werden. Mit Blick auf die Lungauer herrliche Bergwelt, was will man eigentlich noch mehr? Die beiden neuen Operationssäle sind ebenfalls fertig und starten rechtzeitig vor der Wintersaison. Im ganzen Haus wurde auf eine freundliche, patientenorientierte und helle Gestaltung geachtet. Ja, wir sind sehr froh, dass diese Operationssäle haben wir bekommen. Natürlich, wir haben auch die Pläne, dass die Operationsspektrum zu erweitern. Deshalb brauchen wir dieses Niveau. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich das erste Mal durchs Haus gegangen bin. Da hat zwar die Oberfläche gut ausgesehen, aber ich wusste, was dahinter gesteckt ist, die ganzen Wasserrohrbrüche und all die Probleme, das Notstromaggregat. Da waren wir also schon wirklich grenzwertig unterwegs. Und deswegen ist es mir eine wirklich große Freude, dass das Land Salzburg hier diese 23 Millionen und noch die 2 Millionen für den Hubschrauberlandeplatz in die Hand nimmt und wir hier wirklich ein ganz modernes, kleines, feines Haus bekommen, das den örtlichen Patienten versorgen wird und zwar sehr, sehr gut versorgen wird und kann und auch die ganzen Touristen, die im Winter, wie aber jetzt zunehmend im Sommer da sind, versorgt werden können. Ja, also ich finde es sehr schön auf das Aufwühl, wo man es vorher kennt hat, war es eine richtig große Veränderung und ich glaube, dass sie die Leute da richtig gut erholen können und bestens versorgt sind. Und Sie heizen so durch die Gänge gern. Ja. Wie fühlen Sie? Wahnsinn, es ist echt ein Unterschied. Man merkt jetzt schon mehr Freiheit, auch für die Patienten. Ich bin jetzt das erste Mal herum und ich finde es einfach nur wunderschön. Die Farbe, mir gefällt das einfach total. Es ist ein Unterschied von vorher, die Wände sind anders, es ist halt schöner, kennt man viel. Das Krankenhausfeeling wicht dem eines 4-Sterne-Hotels. Liebe zum Detail, wohin man sieht. Wo man aufgeht ins dritte Obergeschoss und dann wieder runter geht in den ersten Stock, dann ist das einfach, das ist einem gar nicht bewusst, wie es eigentlich vorher war. Das biegt überall, die Zettel biegen, das steht alles rundum, es ist kein Platz. Wenn man sich das jetzt anschaut, ja, das wird wirklich ein Juwel, muss ich sagen. Wenn das fertig ist und mit den Bildern überall, gewaltig, dass wir so einen schönen Arbeitsplatz kriegen dann auch. Aus dem alten Kaiser-Franz-Josef-Spital wird ein Schmuckstück, das gekonnt Tradition und Moderne verbindet. Und Goethes Worte, wer freudig tut und sich des Getanen freut, ist glücklich, werden hier sichtbar.